So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles 4. Beim letzten Mal hatten wir unsere erste Auseinandersetzung mit der Winterhexe. Das war alles ziemlich interessant. Ich wünschte halt, es wäre gameplay-technisch direkt besser erklärt worden, weil dann hätte ich vielleicht auch mal was auf die Reihe bekommen. Naja, kann man nichts machen. Bevor wir mit der Hauptstory weitermachen, gucken wir uns allerdings erstmal eine der Truppengeschichten auf jeden Fall an. Wir haben jetzt zwei schon neue. Ich glaube, ich habe die eine mal verpasst, als wir die bekommen haben. Also fangen wir mal hiermit an. Ihr könnt mir übrigens auch gerne schreiben, falls ihr die gar nicht sehen wollt. Falls ihr lieber wollt, dass ich mich erstmal auf die Hauptstory konzentriere. Ich kann die ja auch theoretisch noch hinterher machen dann, wenn ich wieder durch bin. Aber dann sind sie wahrscheinlich auch zu leicht. Ach ja, ich weiß nicht. Auf der einen Seite wäre es halt wahrscheinlich sinnvoll, wenn ich einfach mit der Hauptstory vorankomme natürlich. Aber auf der anderen Seite sind die halt vielleicht auch ganz interessante Nebenstories. Wie auch immer. Fangen wir hiermit an. Wie ich es ja sowieso vorhatte, erstmal. So, this is the Federation's dirty little secret. The stories were true all along. But maybe I should wait to report back until I can gather more evidence. Scott and Norrid. I know you're there. Yes, sir! Huh. I could have sworn we were being sneaky. Impressive. What are you doing here? Well, Scott here was on guard duty. And I was just passing by when we heard noises coming from the restricted area. So, here we are. Yes, sir! Let's use our indoor voices, Scott. Someone else might hear. Yes! Ja, danke, Scott. Und vor allem, warum Sir? Bitte. Thanks. You really are good at following orders, aren't you? Ja, das habe ich schon gemerkt, irgendwie. Now then, Azusa, mind if I ask you the same question? What are you doing here? If I didn't know any better, I'd think you were snooping around for classified information. It kind of looks like you're a spy. Maybe for the Empire? Nah, das ist Kai schon. Boys, please. Why don't we make this our little secret? If you keep this between us, I'll do anything you want. Ja, also ich habe da so einige Ideen. Ich meine, nein, das ist nicht gut, nein. Oh, I get it. You're trying to seduce us? No offense, but I'm not interested. Mann, was ist los mit euch? The whole mating thing, it just isn't for me. Huh? Oh, don't worry about keeping us quiet. We're just curious is all. If you don't want to tell us what you're up to, that's fine. Honestly, I could care less about military secrets. And Scott here won't try to stop you unless he's ordered to. No, sir! You're kidding, right? If an officer caught you letting a spy run free, you'd be done for. Oh, hold up. Why don't we talk somewhere roomier? I can't stand being cooped up like this. Huh? Hey, wait! Natürlich ist die Japanerin einfach ein Spion. Oh, feel that breeze. Nothing like the great outdoors. Yes, sir. Scott, kannst du noch was anderes sagen eigentlich? Are you really not going to turn me in? That's what I said, isn't it? You might as well report me. First I got caught, then my charms fell totally flat. Maybe I'm not cut out for this. Oh, sorry about that. But like I said, mating and stuff isn't really my thing. Und was ist dann dein Ding? See, I'm from another country too. Far to the north. Up there, I lived in harmony with Mother Nature. But the higher the human population, the less room left for animals. Breeding with you would be irresponsible. Okay, das ist eine sehr gute Begründung, um keine Kinder zu bekommen. Holy fuck. For me, animals are the only children I want. Mother Nature's the only lover I need. I get what you're saying, but the way you're saying it is totally weirding me out. That's not just me, right? Nein, ich verstehe das schon. No, sir. Danke, Scott. You catch my drift about the beauty of nature, don't you? Ja, aber trotzdem. Oh shit. I seriously can't. You boys don't have a care in the world. I kind of envy that.
Truth be told, I'm a spy. Not for the Empire, though. If I told you where, I'd have to kill you. Let's say I'm from the Far East and leave it at that. Long story short, I was raised by a clan of assassins. I've been conducting espionage since I was a child. That's why I joined the squad. My mission is to find out what the Federation is hiding, then report back to my clan. Should you be telling us all this? Of course not. But you boys reminded me of something. All I've ever wanted was to cut my puppet strings. A life without anyone or anything tying me down. Is that so? Want us to help you? Help me? With what? Cut your strings. I can't stand the sight of a caged animal. The same goes for people. After all, humans are animals too. We're meant to be free. Am I right? Yes, sir! How about we make it seem like you died in combat? You can slip away, and they'll be none the wiser. This has to be a joke. Why would you stick your necks out for me? Vielleicht doch wegen deiner Brüste. You're overthinking it. I love nature, which means I love freedom. And Scott's just that nice of a dude. Allow me to brief you on the upcoming operation. Was zur Hölle ist denn diese Mission? Und was hat das damit zu tun? Ach ja, meinetwegen, klar. Die Aufklärer haben einige Feindeinheiten in einem Dorf am Kristallmeer entdeckt. Truppe E teilt sich in Teams auf und schaltet alle Feinde aus. Okay, klar, alle Feinde sollen besiegt werden. Und kein verbündeter Fußsoldat darf getötet werden. Und wir dürfen keine 6 Runden verschwenden. Okay. Klingt simpel, vor allem weil wir nur 3 Einheiten haben. Ja, es wird eine kleinere Mission auf jeden Fall. Wen haben wir denn dabei? Natürlich, euch 3. Ja, ergibt Sinn. Ich weiß nicht, warum ich was anderes erwartet habe. Dann bin ich bereit. You're cleared for deployment, Squaddy. May the odds be in your favor. Ja, klar, sollte simpel werden, ne? Hoffe ich. Viel kann man ja mit 3 Einheiten eigentlich nicht machen, oder? Pay attention, Scott. I'll go over it one more time. Once the fighting starts, we detach from the main force, and then we'll help Azusa escape. Aye, aye, sir. Norid made me an offer I couldn't refuse. But are these boys really here to help me? It's too good to be true. Either way, all I can do is try to lay low. Mach das mal. Aber ich glaube nicht, dass sie dich hintergehen werden. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht, wir werden es herausfinden. Gemeinsam. So, kann ich jetzt eigentlich gerade... Nein, kann ich natürlich nicht. Ich wollte gucken, ob ich ein Radar oder so nutzen kann, aber... Natürlich nicht, wir sind ja noch zu dritt unterwegs. Auf geheimer Mission, das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Das kann er wahrscheinlich auch, wenn er nur klaut. Naja, dann. Oh Gott. Womit fange ich an? Ich kundschafte erstmal mit dem bisschen aus hier. Indem ich hier oben lang laufe. Es ist ja auch Nacht, das heißt, ich kann die Gegner wahrscheinlich erst erkennen, wenn ich relativ nah dran bin. Denke ich mal jedenfalls. Okay, ich habe immer noch keinen einzigen Gegner gesehen, das ist super. Sind hier Gegner? Ist da oben ein Gegner? Ist hier irgendwo irgendjemand? Oh, da ist irgendwo ein Gegner. Ja, da oben. Kann ich da oben drauf schießen von hier aus? So. Sollte machbar sein. Wenn du triffst. Einmal. Immerhin. War ja auch eine hohe Entfernung für dich und so, ne? Naja. Gut. Ich würde sagen, mit dir renne ich mal frontal rein. Solltest du schaffen. Wer schießt auf dich? Ach, da oben, ja. Ich sollte wahrscheinlich erstmal mit dem Sniper auf sowas drauf schießen. Aber auf dich nicht. Ich renne dich einfach frontal rein. Läuft gerade auch noch ganz gut. So, weg mit dir. Schön gemacht. Scott, du bist verlässlich wie immer. Oh Gott, ich hätte nicht dahin rennen sollen. Egal, das erledige ich dann gleich. Ich gehe jetzt mit dir noch los. Es scheint echt keine schwere Mission zu sein, auf jeden Fall. Also die erste Truppengeschichte, die wir hatten, war ja das mit den Panzern und Orlat. Die fand ich halt ziemlich schwer, weil man da ziemlich lange nachdenken musste, wo man jetzt exakt langläuft. Aber hier scheint es recht simpel zu sein. Sehr simpel eigentlich sogar. Vielleicht etwas zu simpel.
Und zwar so simpel, dass ich denke, dass das Spiel mich gleich noch verarschen wird. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ist das Spiel gerade auch einfach nicht drauf. Und ich sollte dem Ganzen nicht so misstrauen. Wer weiß das schon, das sind direkt zwei Elite-Soldaten. Das ist tatsächlich etwas angsteinflößend. Die gucken auch in beide Richtungen. Wie komme ich da mit Legendisten dran, ohne zu verrecken, ist die Frage. Eigentlich nicht einfach so, aber ich tue es jetzt einfach so. Aha. Warte mal. Oh Gott, ich hätte eine Granate werfen sollen. Ah. Ich habe nicht schnell genug nachgedacht. Bitte nicht sterben, Scott. Scott ist tot. Ich glaube, ich habe verloren, ne? Habe ich jetzt direkt verloren? Nein, nur wenn er stirbt, ne? Trotzdem pisst es mich sehr stark gerade an. Ich hätte doch einfach nur auf die Zahlen gucken müssen. Naja, okay. Ich werde es Gott jetzt da liegen lassen und dich noch wegschießen. Und dann ist die Phase vorbei. Und ich beschwere mich noch darüber, dass die Mission viel zu simpel wirkt, nicht wahr? Ja. Ich meine, kompliziert war es ja nicht. Ich habe einfach absolut nicht daran gedacht, dass hinter Sandsäcken Gegner nicht allzu viel Schaden bekommen. Auch wenn man quasi schon hinter den Sandsäcken steht. Naja, Phase beenden. Ihr habt eh nur 3 Züge. Und drückt von da hinten ein bisschen vor. Okay, klar, macht das. Okay, ein Grenadier hat auf Norrit geschossen. Aber er hat zum Glück überlebt. Trotzdem, naja, weiß ich jetzt, wo er ist? Ja, ich weiß, wo er ist. Gut, das ist nett. Was ist jetzt mein Plan, ist die Frage. Ich muss auf jeden Fall den loswerden. Auch wenn ich weiß, wie ich ihn loswerden kann, vernünftig. Und ich muss natürlich dich retten. Du hast keine Granaten, oder? Der Einheit ist, kann ich das nachgucken? Ja, ihr habt aber beide Granaten. Das heißt, du solltest auf jeden Fall eine Granate da jetzt reinwerfen am besten. Gucken jetzt beide nach da? Ich glaube schon, ne? In dem Fall könnte ich vielleicht an euch vorbeischleichen ein bisschen. Ist halt ein bisschen knapp, ne? Aber sollte machbar sein, prinzipiell. So, Granate bitte nehmen. Und da jetzt reinwerfen direkt. Sollte sogar beide umbringen können, wenn du vernünftig triffst. Aber auch nur wenn. Aber es wird auf jeden Fall die Deckung loswerden. Das ist das Mindeste. Bam, seid ihr beide tot? Du lebst. Ihr lebt beide noch sogar. Ernsthaft. Wow. Wow. Aber guckt jetzt beide zu mir. Das ist auch schon mal wieder gut. Dann kann ich jetzt prinzipiell mit dir hier rein, reinrennen. Oder so. Und da hinten steht ja auch noch ein Gegner, das weiß ich ja. Auch ein Stoßtrupp. Egal, ich will jetzt mal dich los. Komplette Verschwendung, weil du, egal wo ich treffe, stirbst auf jeden Fall. Oh mein Gott, warum ist der nicht gestorben? Das ist wieder so unnötig. Kann ich hier drin ohne... Ja, kann ich, okay. Dann rette ich mal eben Scott. Dann kann ich jetzt zumindest für die nächste Runde... Nee, erstmal in der... Wann kann ich jetzt wieder rufen? Erst in der übernächsten Runde ist er Fusisa, ne? Oh, Ragnarok! Oder wie er heißt. Ja. Du hast sogar die Moral erhöht. Wie schön. Hunde sind schon toll, ne? Ich weiß. Good boy. Oh Mann. Ja, das ist halt komplett Zeitverschwendung dadurch, dass ich jetzt Scott verloren habe. Alles ist halt Zeitverschwendung dadurch. Aber... ja. Ich mache mit dir einfach weiter gerade. Wobei das unbegrenzte Munition, dann lasse ich das lieber. Dann schieße ich lieber mit dir noch weiter da drauf. Ja, du hast kaum Leben, Mann. Piss mich das jetzt an alles. Nicht sterben jetzt. Wenn du jetzt stirbst, dann danke. Dann wäre ich jetzt aber böse geworden. Sehr böse. Danke. Okay. Den anderen Stoßruppler sollte ich aber anderweitig loswerden. Scott ist tot. Scott ist tot. Scott ist wirklich tot. Also nicht tot, aber nicht hier halt. What are you doing? They're already dead. Scott, would you... cease fire! Yes, ma'am. You gotta mind your words. Scott's like a genie. He'll do whatever you say exactly as you said it. Ja, ich merk das schon. Holy shit. Tell him to fight, and he won't stop until he drops. So, be careful what you wish for. That's impressive. Way too literal, but impressive. All in a day's work. All allies have been taken out. Oh fuck, man, wir sind alle so am Arsch. Ein Schuss vom Grenadier und wir sind halt alle tot. Okay, du kannst hier unten warten.
Clevere Idee. Ich habe immer clevere Ideen, ich weiß doch. So, dann werde ich jetzt mit dir die anderen Stoßtruppen los und dann werde ich mich auch da unten in Deckung stellen. Oh, da kommt auch mal der nächste Stoßtrupp noch. Oh Gott. Wie kann ich das jetzt sinnvoll machen, ohne zu sterben, ist die Frage. Ich werde jetzt da drauf schießen auf jeden Fall. Ich bin tot. Er hat nicht getroffen. Okay, er hat nicht getroffen anscheinend. Das ist nett. Weg mit dir. Danke. Und jetzt schnell flüchten. Und zwar hier drunter. Auch wenn wir trotzdem in Gefahr sind, weil der andere Stoß so anlaufen wird. Der könnte uns sogar beide mit... In einem Zug töten. Warte mal. Also nicht spenden. Ach, ich kann es gerade sowieso nicht neu rufen, weil wir gar kein Camp haben. Ja, eigentlich sollte ich echt den Kampf neu starten, weil ich es gerade verloren habe, ganz ehrlich gesagt, ne? Ich kann mit dir auch noch da oben hinlaufen. Ich versuche das jetzt. Wenn es nicht klappt, bin ich halt am Arsch. Aber wenn es klappt, dann ist das super. So, mit dir. Hier drunter. Ja, okay, ich habe verkackt. Ich habe komplett verkackt. Meine Phase beenden, ja. Ja, du bist tot. Was? Hä? Was tust du? Okay. Ich weiß nicht, was das gerade war, aber es ist passiert. Es ist einfach passiert. Du bist geschützt, das ist auch super. Okay, der Feind ist jetzt komplett Brain AFK gerade. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Absolut gar keine Ahnung, wieso. Okay, da kommt noch irgendjemand. Oder nee, da steht jetzt noch ein Grenadier. Immerhin sagt er mir damit, wo er ist. Und das ist alles, oder? Nett, würde ich mal sagen. Um es so auszudrücken. Das war sehr interessant. Das war sehr, sehr interessant. Gut. Sind das die letzten Gegner, ist die Frage. Sind das die letzten Gegner? Okay, danke. Danke, danke, danke. Ich habe gerade wieder ein bisschen Angst. Weg mit dir. Danke. Läuft doch alles nach Plan, ne? Läuft doch alles nach Plan jetzt. So, bleib auch hier unten, bitte. Ja, die Grenadiere machen mir halt sehr stark Angst jetzt, aber ich muss jetzt irgendwie loswerden. So, du darfst bitte einmal. Uff, wie soll ich da hinkommen? Wie soll ich da hinkommen, ohne zu sterben? Es sind vor allem zwei, ne? Es sind halt einfach zwei. Okay, renn da hin, renn da hin, renn da hin, renn da hin. Renn schneller dahin. Da ist noch ein anderer Gegner, von dem ich nicht wusste, dass er existiert. So, weg mit dir. Absoluter Hinterhalt. Er wusste nicht, dass ich da stehe, natürlich. Logischerweise. Wie hätte er das auch ahnen können? Okay, das ist noch ein anderer Gegner. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist ein anderer Gegner. Es ist, glaube ich, ein Aufklärer gewesen. Naja, hat ja nicht so häufig geschossen. Es sind da hinten gar keine Gegner, aber da müssen auch noch Gegner sein. Definitiv eigentlich. Okay. Norrit, du kannst den Aufklärer loswerden. Würde ich mal sagen. Ach, der steht da oben. Ah, natürlich. Weg mit dir. Sorry. Dann war der Job sowieso wie für dich gemacht. Oh, ich würde halt sehr gerne eigentlich mit dir erstmal heilen, bevor ich weiter renne, ne? Aber das wäre ein komplett verschwendeter Zug. Wir müssen da jetzt sehr schnell hinrennen. Schneller, 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 schneller. Schneller. Noch schneller. Okay, du stehst direkt daneben. Habe ich jetzt gewonnen? Oder gibt es noch mehr Gegner? Es gibt schon mehr Gegner, oder? Oder? Ja, frage ich mich auch, vor allem, weil du direkt vor ihm standest und er schon vorher auf dich geschossen hat. Comes with being a spy. Though it helps that my sense of smell is stronger than most. Chemicals, body odor, even lies. I can sniff it out plain as the nose on your face. Wow, amazing. So that's how you found us yesterday. Pretty much. Your scent is rather unique, Norrid. More like animal musk than body odor. Really? Well, I'll take that as a compliment. It means I'm in touch with my wild side. As for you, Scott, it's obvious how hard you work out. The scent of sweat is pretty strong on you. Yes, sir. Yes, sir. Oh, don't get me wrong. It's not a bad smell. Just a healthy, natural odor. I'd even call it
manly. Aha. What, you get turned on by B.O.? Of course not. Don't be ridiculous. I was just joking, but based on your reaction, I'm starting to wonder. Yes, sir. Drop it, okay? We are on a mission here, and we need to keep moving. All in a day's work. Diese Mission ist unfassbar toll. Ich liebe die Dialoge gerade. Okay. Es geht auf jeden Fall noch weiter. Da sind auf jeden Fall irgendwo noch mehr Gegner. Ich habe keine Ahnung wo. Und wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Es geht ja nicht mehr so viel weiter. Und da sind, glaube ich, keine Gegner mehr. Also wenn, dann sind hier noch welche. Und ich werde erstmal mit dir heilen. Bevor wir dann die Phase beenden. Sonst traue ich mich gerade nicht mehr zu existieren mit dir. So. Also ich glaube, ich werde weiterhin die Truppenmission zeigen, auf jeden Fall. Wenn die alle so toll sind wie die hier gerade. Dann lohnt sich das nämlich doch schon, finde ich. Aber wie gesagt, wenn ihr sie nicht sehen wollt, dann sagt gerne Bescheid, dann lasse ich es halt. Dann mache ich sie halt privat. Ich kann sie ja trotzdem sehen. Okay, was wenden? Mal sehen, mal sehen. Wir haben ja eh nur 3 Züge. Okay, da ist doch noch ein Gegner. Hätte ich nicht erwartet. Im Gras anscheinend. Ah, ein Pionier nur. Kannst du bitte ein bisschen besser zielen? Töte ihn doch einfach. Töte ihn schneller. Er soll schon einiges an Schaden bekommen haben. Ja, einiges an Schaden ist untertrieben. Bitte schieß nochmal drauf da. Bitte, danke. Gut, so kann man Gegner nämlich auch loswerden. Und jetzt? Da ist auch noch jemand im Gras gewesen. Okay, hat sich nur ein bisschen bewegt. Und da kommt jetzt noch jemand angerannt. Aber bleibt trotzdem noch hinter der Barrikade, glaube ich, stehen da hinten. Okay, okay, gut. Also nicht gut, aber naja. Okay, du hast keine Granaten, ne? Und ich weiß, dass da jemand im Gras ist. Das heißt, du musst da eigentlich hinrennen. Und du musst eigentlich weiter nach vorne folgen. Okay, wie wäre es mit dir? Ja, das riecht unfassbar gut. Wie viele Granaten hast denn du? Eine? Oh, das ist kacke, weil da hinten müssen wir auch noch die Barrikade wegwerfen. Ja, wegwerfen, genau, aber... Warte mal, wenn wir nur eine Granate haben und wir haben Scott ja nicht mehr, das ist eigentlich, darf ich den aus dem Gras gerade gar nicht rausholen, dann werde ich jetzt lieber hier hinrennen. Hallo, wer ist da? Ah, du. Okay, was bist du? Geheimagent Saki, was auch immer. Aha. Schneller, schneller, schneller. Danke. Wenn er jetzt nicht ausweicht, was ich mir gut vorstellen könnte... Dachte ich mir fast. Was für eine Überraschung. Oder kannst du mit dem Flammenwerfer vielleicht was machen? Ist das der Flammenwerfer? Nee, das ist ein... Kannst du das einfach mal probieren, bitte? You're mine. Aha. Ah, tot. Angenehm. Sehr angenehm. Da hast du ja sogar noch eine Granate, die du werfen kannst. Sind dahinter noch Gegner? Ich glaube, das war der letzte Gegner dann, der da stand, ne? Warte mal, ach, das war aber deine Granate jetzt, die du... Ah, jetzt verstehe ich, was gerade passiert ist. Du kannst jetzt deine Granaten mit deiner Waffe schießen. Das ist ja die Elite-Fähigkeit von denen. Gut, aber dann lass ich jetzt einfach hier alles so stehen und... Warte, was der Gegner tut. So viel kann er sowieso nicht mehr tun. Du bleibst jetzt echt im Gras stehen. Ist ein Pionier, ein weiterer, okay. Sind das zwei? Oder sind das zwei? Oh fuck, ich habe keine Granate mehr. Und das macht halt unfassbar wenig Schaden, so. Und Granaten regenerieren ja nicht, oder? Okay, die tun nichts mehr sonst. Trotzdem, wenn ich keine Granaten mehr habe... Ich habe wieder Granaten, oder? Anscheinend schon. Gut. Wie weit kann ich damit schießen? Nicht weit genug, glaube ich. Nein, auf jeden Fall nicht. Steh mal auf. Ich laufe jetzt einmal hier hinten rum. Du kannst ja zum Glück ziemlich weit laufen. Also kannst du auch von hier aus noch mit Sicherheit. Da drauf schießen direkt. Dann sollten vielleicht auch beide tot sein. Oder zumindest einer und der andere ist dann offen da. Oder ist beide tot halt. Okay, der eine ist jetzt offen da. Ja, dann kann ich jetzt auch noch so loswerden. Und dann war's das. Okay, ich bin immer noch weiterhin unfassbar angepisst, dass ich Scott verloren habe direkt. Das war ziemlich dämlich von mir. Aber abgesehen davon... War die Mission halt sehr simpel. Also die Mission war auch so sehr simpel. Wenn ich Scott gehabt hätte bis zum Ende, dann wäre es halt noch simpler gewesen, ne? Offensichtlich. Also,
Ja, ich hab's halt ein bisschen jetzt in die Länge gezogen, ich geb's ja zu. Aber ich wollte es so spannend machen, ne? So war es mir halt so simpel mit Scott. Ha. All clear. Now let's get while the getting's good. Yes, sir. Come on, Azusa. This way. If you say so. Gut, den B-Rang habe ich eigentlich echt nicht verdient dafür, dass ich so eine Scheiße hier gebaut habe, aber cool. Meinetwegen, gerne. Also, haben wir jetzt wirklich zur Flucht verholfen? Wenn ja, dann... Was heißt das? Geht's jetzt weg? The rest of the squad is drunk on victory. I think we broke off unnoticed. Here's your chance to leave, Azusa. You're free now. I didn't expect you to actually go through with this. I told you, I'm on your side. Scott too. Yes, ma'am. Endlich. Well, it was an honor fighting with you. Take care out there. Endlich sagt er nicht mehr Yes, Sir zu ihr. No. Hm? Thank you. Both of you. But I think I'll stay with the squad. Gut, davon ging ich doch fast aus. Why? You can finally cut your strings loose. I thought I had nothing left to tie me down here. But now I see I've got two friends who care about me. We've come this far. If I ran away now, I'd be leaving you both in the lurch. My conscience just won't allow it. And besides, I actually like being on the battlefield. Let me guess. You get off on the smell of battle. Yeah. Sorry. It's just ruffling your feathers. But if you don't cut and run now, you'll never be free from your clan or from the army, right? Not necessarily. What did you just tear up? The classified info I stole yesterday. I've decided not to report back to my homeland. If I have to be someone's puppet, at least I can choose who gets to pull my strings. I gotcha. All right. If that's what your conscience says, then who am I to try and stop you? Maybe this is your first step toward a life that's free. Like I said, humans are animals too. We long for freedom, sure, but we're social creatures at heart. Am I right? Yes, sir. Well then, no reason to stick around here. Let's regroup with the others. Yes. Aye, aye. Und Scott hat auch noch was zu sagen. Naturgesetze. Oh, good, you're back. I was worried when you disappeared. Sorry about that. Took us a while to shake those bogeys off our tail. In any case, I'm glad you're all safe and sound. Head back to the ship and call it a day. I'll do just that. Thank you, Commander. Oh, right. Sorry, Scott. Do you have a moment? Yes, sir. Sir, yes, sir. Oh, sogar ein doppeltes Sir. Something wrong, Commander? No, I just have a couple questions. Someone found evidence of a break-in near the reactor in the restricted area. Huh? I believe you were on patrol that night, Scott. Did you see anything unusual during your watch? No, sir. So you didn't see anything? Nothing at all? Nothing, sir. I didn't see nothing. Wow. Das war ein ganzer Satz, quasi. I was just patrolling, sir. Just following orders. Wow, das war ein ziemlich langer Satz sogar. At ease, I'm not accusing you of anything. You're a fine soldier, and an honest man. If you didn't see anything, that's that. Thank you for the report. Sir, yes, sir. Well, that was unexpected. Ja, kann man so sagen. Aber ich meine, hey, im Endeffekt schadet es ja jetzt auch nicht, weil... Okay, man könnte natürlich sagen, dass du weiterhin immer noch spionieren könntest, aber wenn wir dir einfach mal vertrauen, was ich in dieser Situation sogar einfach mal tue, dann wirst du ja echt keinen Schaden anrichten. Yeah, we can thank our lucky stars. That was close. No, I meant how Scott actually spoke up with something other than a yes, sir. Ja, das meinte ich auch.
And it was to cover for me. Thank you. No, ma'am. He's just that good of a dude. Besides, he said he didn't see nothing. Technically, he told the truth. Like a literal genie. You boys are beyond belief. Right back at you. Whoever heard of a spy with a conscience? Point taken. I'm just not cut out for espionage. Sure, you're a lousy spy, but you chose friends over freedom. That makes you a rare breed for a human. I guess I'll take that as a compliment. But you're right. Whether I'm tied to an army or a clan, I'm still free to make that choice. Hey, you hear that? I think there's an animal out there. Come on, Scott, let's go check it out. Yes, sir. There's always a string attached. Das war eine sehr schöne kleine Nebenstory. So, benötigt Führung, wird zu treuer Freund. Und das Potenzial Freigeist. Etwas zu verheimlichen, wird zu Freiheit in Griffweite. Sehr schön, sehr schön. Eine weitere Truppengeschichte haben wir noch, aber fürs Erste machen wir beim nächsten Mal weiter mit Kapitel 10, unter dem Eis. Wie auch immer, lasst auf jeden Fall ganz allgemein wie immer einen Kommentar da. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.